Na gut. Halte dich bereit, Monster. Ich werde dich kriegen. Ich werde aber noch mal vorher speichern. Moment, Moment. Ich kann es nicht einfach hier herumlaufen lassen. Es könnte zurück in die Lüftungsschächte kommen, während ich noch da drin wäre. Ich muss es irgendwie ausschalten. Neeson sagte, dass es empfindlich auf Licht reagiert. Ja. Ich muss es, glaube ich, rauslocken. Es reagiert empfindlich auf Licht. Ja, klar. Ich könnte es ja mit dem Fotoapparat blitzdingsen. Ich hätte ja gedacht, weil das Ding anscheinend auf Süßkram steht, dass ich es rauslocken kann, aber anscheinend klappt das nicht so wie gedacht. Zünde ich halt alles an. Ach, der arme Mark. Und hier ist übrigens noch eine Luke. Ich vermute mal, das wird die Luke aus dem Cockpit sein, oder? Das Ding reagiert anfällig auf Licht. Das wissen wir ja eigentlich auch schon. Aber ich muss es halt irgendwie erstmal rauslocken. Die Frage ist gerade, wie? Wie gesagt, sollte das die Sucherei immer ein bisschen länger dauern, werde ich das Ganze schneiden und ihr seht dann die Lösung. Lock es doch einfach damit raus. Ich hasse den Geschmack von Schokolade. Das ist nichts für mich. Ich weiß an sich, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, wie es zum Einsatz kommen soll. Ich muss es ja irgendwie rauslocken. Ich weiß, wie gesagt, auch wie. Also ich habe eine Ahnung, wie, aber es so funktioniert das nicht. Es muss an irgendeiner bestimmten Stelle funktionieren. Ich weiß nur leider nicht, an welcher. Das ist das Ärgerliche. Was ist das hier eigentlich? Ich kann damit nicht anfangen. Verstehe ich nicht. Was ist denn Coral Capsin? Hä? Ich muss irgendwas kombinieren hier. Das ist albern. Ja, ich weiß. Halt. Eine Kiste. Da ist eine Kiste. Sieht haltbar aus. Die wäre sicher ein echt guter Fotograf. Alles klar. Ich kann einen Selbstauslöser einstellen und den kleinen Drecksack blenden. Hast du das jetzt gemacht? Und jetzt kannst du das machen. Vielleicht bleibt es außerhalb der Schächte, wenn ich den Schokoriegel hier liegen lasse. Das hoffe ich zumindest. Und da ist es. Tot! Es ist tot! Und ich kann damit nichts anfangen. Ich dachte, du willst jetzt da rein. Oder muss ich zurück? Muss ich jetzt durch die Luke? Ich sag doch, an sich wusste ich genau, was ich zu tun habe, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die Kamera auf die Kiste tun müssen. Manchmal muss man einfach mal ein bisschen wild durch die Gegend klicken und dann läuft das. Ich muss auch sagen, das Spiel ist gerade eine kleine Ablenkung für mich von zwei anderen Let's Plays. Das eine ist ein Point-and-Click, was ich gerade noch aufnehme. Das andere ist sehr actionlastig und ja, sehr nervenaufreibend. Und das ist hier so ein schönes kleines Zwischending. Es ist auch an sich ein Point-and-Click.
auch gruselig, aber mir reicht gerade so ein bisschen dieses etwas ruhigere, also die Stimmung. Wo ist Niesen hin? Ich hoffe, dass ihn dieses andere Ding nicht erwischt hat. Irgendjemand muss dieses Flugzeug fliegen. Und da ist wieder jemand verschwunden. Ja, wie gesagt, das Spiel hier ist gerade eine gute Zwischenlösung, weil ich von den anderen beiden gerade etwas Abstand brauche, damit ich wieder weiterspielen werde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Von manchen Spielen braucht man erstmal eine kleine Pause. Dann wollen wir mal gucken, was in dem Regal ist. Ja, guck, was ist das? Das ist eine Pistole. Das ist sicher die von Nathan. Da liegt ein Zettel neben. Boah, nimm das hier. Du wirst es brauchen. Das wird mir sicher noch nützen. Wir haben also eine Pistole. Ich hoffe, wir müssen nicht selber schießen. Kommen wir jetzt durch die Luke? Und da ist unser Mark. Und das Vieh ist zum Glück immer noch wirklich tot, hoffentlich. Ja, schön. Das speichere ich gleich mal unseren Erfolg. Und wir reden mit Mark. Mark! Bitte sei nicht tot! Mark! Boya? Oh Gott sei Dank, du lebst. Warum? Was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss das Bewusstsein verloren haben. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Ich habe nur nervige Kopfschmerzen. Mark, du musst mir sagen, was hier los ist. Jeder verdammte Passagier in diesem Flugzeug ist weg. Was? Wirklich? Sind wir schon gelandet? Nein, sie wurden verdammt nochmal gefressen, Mark. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße? Sie müssen uns ins Flugzeug gefolgt sein. Was ist uns gefolgt? Buja, du musst dich beruhigen. Ich will nicht, dass wir ihre nächste Mahlzeit werden. Verdammt, es hat mich fast angefasst. Okay, ich bin ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Hast du diese Dinger gesehen? Ja, zwei Stück. Wie sahen sie aus? Der kleinere sah aus wie ein kleinerer Mann in einem schwarzen Mantel. Es hat alles nachgeahmt, was ich gesagt habe. Sogar in meiner eigenen Stimme. Copycat. Was? So heißt er. Copycat. Okay, wie zum Henker kennst du seinen Namen? Weil ich ihn so genannt habe, als ich klein war. Wie hat der andere ausgesehen? Du wirst mir das alles später noch ganz genau erklären, so wahr mir Gott helfe. Er war riesig, Schläuche an seinem Hals und so ein riesiges Lächeln. Wir müssen hier raus, aus diesem Flugzeug, jetzt. Warum? Lass uns schauen, ob es noch andere Überlebende gibt und dann dieses Ding landen. Es gab einen, aber ich kann ihn nicht finden. Ein Air-Marshal. Air-Marshal, sorry. Okay, versuch ihn zu finden. Ich werde mich zum Cockpit begeben und das Funkgerät für weitere Anweisungen benutzen. Und was wir alle wissen ist, dass man niemals alleine in einem Horrorspiel weitermachen sollte. Niemals alleine irgendwo hingehen. Das muss die Schaltung für die Tür sein. Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Können wir hier durch? Das hat sich gerade gruselig angehört. Aber es ist alles noch beim Alten, hoffe ich. Wir müssen jetzt unseren Arschloch finden. Oh, was passiert jetzt? Boja. Nathan? Wo zum Teufel haben sie gesteckt? Na? Ich habe nach Überlebenden gesucht. Ich habe Schreie aus der Damentoilette gehört. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nathan, fangen Sie gar nicht erst mit diesem Scheiß an. Erstens waren Sie der Einzige im Flugzeug, nachdem alle anderen verschwunden waren. Zweitens, warum zur Hölle haben Sie mit Ihrer Pistole...
Zweitens, warum zur Hölle haben Sie mir Ihre Pistole dagelassen? Boja. Und schließlich tauchen Sie jetzt auf. Wir haben nur noch 15 Minuten, bis wir den Flughafen erreichen. Das ist nicht die richtige Zeit für Spielchen. Boja, wir werden das nicht überleben. Was meinen Sie damit? Wir sind fast da. Wir werden das schaffen. Ich war schon so lange so schwach. Was wollen Sie damit sagen? Ich muss essen. Na und? Dann essen Sie doch einfach was. Oh, das werde ich schon bald. Warte. Deshalb waren Sie der einzige übrig gebliebene. Bleiben Sie verdammt nochmal da stehen. Buja, Buja, Buja. Wo liegt das Problem, junge Dame? Das Problem liegt daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Und warum ist das so? Ich dachte, dass wir uns so gut vertragen. Das taten wir auch, bis Sie anfingen, sich wie ein verdammter Freak zu benehmen. Ah, so redet man doch nicht mit seinem Papi. Wagen Sie es ja nicht, so einen Scheiß zu sagen. Aber ich habe dich vermisst, mein kleines Bubu. Wie? Nathan, hör auf, bitte. Du würdest nicht deinen eigenen Vater erschießen, oder, Buja? Wir wissen, dass das nicht unser Papa ist. Wir wissen ganz genau, wer der fremde Passagier ist. Es ist nicht unser Papa. Wir würden ihn erschießen. Aber ich hoffe, dass das Ja jetzt für dieses Ja ist, was ich denke. Du bist nicht mein Vater. Und das ist für alle, die du heute getötet hast. Buja, nein, warte. Nimm das, du Hurensohn. Du bist es. Das heißt, oh Gott, nein. Nathan. Buja, hier ist Mark. Komm zum Cockpit. Ist das Spiel gemein oder ist das Spiel gemein? Das Spiel treibt Schabernack mit uns. Wir haben jetzt doch Nathan getötet. Sie hat dazu allerdings nichts mehr zu sagen. Ja, ich weiß. Also es würde mich halt echt interessieren, was gewesen wäre, wenn wir ihn nicht erschossen hätten. Oh Gott, das Spiel treibt echt Schabernack. Oh, Mark ist am Überlegen. Buja, hast du den Air Marshal gefunden? Buja? Ja, ich habe ihn gefunden. Wo ist er? Ich könnte ja langsam mal Hilfe gebrauchen. Er hat es nicht geschafft. Das tut mir leid, Buja. Aber jetzt stecken wir ganz tief in der Klemme. Ich habe die Funkverbindungen zum Tower verloren. Und ich habe absolut keinen verdammten Plan davon, was ich hier mache. Was machen wir jetzt, Mark? Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nein, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir machen müssen. Super, immerhin werden wir lachend sterben. Lachen? Das könnte vielleicht funktionieren. Wie meinst du das? Wir werden das Flugzeug in Sicherheit lachen? Vorhin hast du gesagt, dass du einen kleinen Mann in einem dunklen Mantel gesehen hast, oder? Ja, na und? Du musst mich zu ihm bringen. Mark, hast du den Verstand verloren? Wir dürfen keine Zeit mit Erklärungen verlieren. Hol ihn einfach. Dann ist ja gut, dass er K.O. ist. Dramatische Musik. Wir haben wohl nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, wir kommen hier lebend raus. Wir holen uns jetzt den kleinen Mann. Copycat. War das Copycat? Der kleine Mann? Aber bitte bleib tot. Ich will nicht, dass du auf meinem Rückweg doch noch wach wirst. Da hast du es. Mir jetzt erklären, wofür du dieses Ding brauchst. Er hat einen Signalverstärker im Mund. Du fragst dich sicher, woher ich das alles weiß. Das werde ich dir sagen. Das sind alles keine echten Monster. Sie sind nicht
echt? Diese Dinger, die sind künstlich hergestellt. Also stellen echte Leute diese Monster in Fabriken her? Ist das ein schlechter Scherz? Wenn wir es hier rausschaffen, erkläre ich dir alles. Okay, ich habe das Signal verstärkt. Hallo? Ist da irgendwer? Hallo? Hier ist Tower 12 Control. Wie kann ich helfen? Sie wissen gar nicht, wie gut es tut, Ihre Stimme zu hören. Hier ist die Kurzfassung. Es gibt keine Überlebende in diesem Flugzeug außer mir und einem weiteren Passagier. Also auch keine Piloten. Wir brauchen Anweisungen. Verstanden. Bereithalten für weitere Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass alle Passagiere sich auf ihren Sitzen befinden und ihre Sicherheitsgurte angelegt haben. Okay, Boyer, du musst dich hinsetzen. Außerdem brauche ich einen Co-Piloten. Dann setzen wir uns. Okay, Boyer, bist du soweit? Ich wünschte, ich könnte jetzt eine rauchen. Ich kaufe dir die Packung, wenn wir gelandet sind. Ha, lustig, Mark. Okay, Tower Control, wir sind soweit. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Lebend. Und es geht dabei nicht um das Flugzeug. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Boyer sich fühlen musste. Warum haben sie nicht Boyer genommen? Sie müssen mich wollen. Langsam kommen mir Zweifel. Oder?